heute machen wir gemeinsam diesen wunderschönen Adventskalender fertig für mein Patenkind. Ich habe noch einen Adventskalender, den zeige ich euch dann später. Ich habe jetzt hier noch ein paar Kleinigkeiten gekauft, einfach um den Adventskalender zu füllen. Aber die sind natürlich viel zu groß, um sie in diese kleinen Schachteln hier reinzupacken. Das werde ich dann anders machen. Seht ihr jetzt im Laufe des Videos. Und ja, ich würde mal sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Also das sind jetzt die einzelnen Türchen, wie auch immer, so ein Karton in der Größe. Ich werde die jetzt erstmal mit diesem Füllmaterial hier befüllen und dann schaue ich einfach, dass ich abwechselnd Schokolade reingebe, zum Beispiel so Nikolaus oder Schokobons oder ein Mauam oder eben was zum Spielen. Oder zum Beispiel so ein kleines Handtuch habe ich auch noch gekauft. Und am 6. kommt dann was ganz Besonderes rein. Entweder ein Kinobesuch zum Beispiel, dass wir gemeinsam ins Kino gehen oder ins Schwimmbad. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall werde ich da einen kleinen Gutschein schreiben. Ein paar Zeilen eben. Vielleicht noch ein schönes Gedicht dazu. Und so werde ich den ganzen Kalender jetzt mal befüllen. Der Adventskalender für mein Patenkind ist fast fertig. Ich habe jetzt einfach noch einen Karton genommen, goldfarbenes Papier drüber gelegt und den Adventskalender drauf drapiert. Sie muss das Ganze dann nur nehmen und an diesem Geschenkband aufhängen. Ich werde hier separat noch diese Geschenke einpacken und dann die jeweilige Zahl in einen kleinen Karton packen, damit sie dann eben noch was hat, was sie auspacken kann. Und hier, das habe ich jetzt bereitgelegt. Das werde ich ausschneiden und dann auf die Rückseite eben einen Gutschein schreiben, dass wir zum Beispiel einen Tag zusammen im Schwimmbad verbringen. Das kommt dann in das 6. Türchen, also zu Nikolaus. Passend eben dann auch diese Karte. Dann habe ich hier noch diese Lichterkette gekauft bei Ernst Sings Family. Die werde ich dann hier noch so drauflegen, das Ganze dann anmachen und eben mit diesem Zellophanpapier noch einpacken. Ja, und dann ist der Adventskalender fertig. Fertig mit dem ersten und jetzt machen wir mit dem nächsten weiter. Hier sind die ganzen Geschenke, die sie dann separat aufmachen darf. Ich habe überall Zahlen draufgeschrieben, damit sie Bescheid weiß. Jawohl, und so sieht das Ganze jetzt erstmal aus. Und hier ist jetzt der zweite Adventskalender. Der ist für meine Freundin. Den habe ich bei DM gekauft für knapp 12 Euro. Allerdings ist es so, dass ich denke, dass man das auch ganz schnell selbst machen kann. Einfach einen Bilderrahmen nehmen, links und rechts diese Halter dran machen und so ein Draht. Und dann könnte man sich auch Kärtchen schön ausschneiden, die schön beschriften und schön dekorieren. Und dann kann man die eben dranhängen. Ich habe jetzt hinter jedes Kärtchen noch was draufgeschrieben. Hier sind noch die Geschenke, die werde ich noch separat einpacken. Werde noch eine Zahl draufschreiben, damit sie dann zu jedem Türchen noch ein kleines Geschenkchen hat. Und was mir besonders gut an diesem Adventskalender eben gefällt, ist, dass ich ihr zu jedem Türchen noch ein Bild ausgedruckt habe. Da war ich jetzt gerade eben noch bei DM. Das werde ich jetzt noch zurechtschneiden und dann werde ich das dann quasi noch mit hier dran machen, also hinten dran. Ich mache das jetzt alles mal fertig. Dekoriere das Ganze noch. Hier habe ich noch ein paar Sachen. Hier, das habe ich auch noch bei DM gekauft. Und ein paar Süßigkeiten kommen auch noch mit dazu. Ich mache das jetzt alles mal fertig und dann zeige ich euch das Endergebnis. Der Adventskalender für die Steffi. Ich werde jetzt gleich noch ein paar Geschenke einpacken, unter anderem diesen Tannenbaum hier, den fand ich sehr passend zum Adventskalender und dann werde ich noch die Zahlen draufschreiben, damit sie weiß, zu welchem Türchen sie jeweils ein Geschenkchen aufmachen kann. Aber ich bin mir total sicher, dass die Steffi sich am meisten über die Bilder freuen wird. Die kann sie dann auch, wenn sie möchte, einfach ohne die Zahlen aufhängen und somit hat sie dann fürs ganze Jahr quasi einen Bilderrahmen mit ganz vielen
vielen Bildern von uns, Erinnerungen an eine lustige Zeit, an tolle Events, die wir gemeinsam schon hatten. Aber das entscheidet die Steffi dann selbst. Ich finde, sie kann das einfach so das ganze Jahr dann verwenden, dieses Teilchen hier. Und das werde ich jetzt noch einpacken. Hier habe ich Füllmaterial, das hebe ich immer auf von den Paketen, die ich selbst zugeschickt bekomme, denn ich möchte nicht, dass hier die Ecken irgendwie was abbekommen, denn dieser Bilderrahmen wird jetzt eine weite Reise vor sich haben und vielleicht war das jetzt eine kleine Inspiration für euch. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ich euch da ein bisschen was gezeigt habe, was euch gefällt. Hinterlasst mir doch sehr, sehr gerne euer Feedback dazu und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!